Haken. Sonst hätte er sie wohl suchen müssen, oder was? Okay, da können wir mit Said sprechen. Ich bin schon überall in der Stadt gewesen und habe nicht gefunden, was ich suche. Schauen wir mal, was er zu die Sache Ihr seid sagen Said. Hat. Und du eine Nora. Deinem Tonfall nach hast du schon von mir gehört. Ich kann dich beruhigen. In deinem Stamm kursieren ja wohl wilde Gerüchte über mich. Aber die Nora verwechseln mich mit jemandem. Ich weiß nicht, wo der Fehler liegt. Aber der Nebel des Krieges stiftet oft Verwirrung. Leider wollen einige diesen Fehler nicht einsehen. So war es auch bei der letzten Nora, die hier vorbeikam. Die letzte Nora, die hier vorbeikam? Ihr meint Nakoa? Heißt sie so? Naja, es war eine unglückliche Situation. Sie griff mich am helllichten Tag an. Hätte einer meiner Männer sie nicht bemerkt, wäre es übel für mich ausgegangen. Aber wir konnten sie rechtzeitig überwältigen. Was habt ihr mit ihr gemacht? Gehen lassen, natürlich. Sie dachte offensichtlich, ich sei für unsägliche Dinge verantwortlich. In gewissem Sinne war ihre Tat also gerechtfertigt. Ich erklärte ihr ihren Irrtum und schickte sie dann weiter. Leider hat sie mir offenbar nicht geglaubt. Hey. Wo ist Nakoa jetzt? Das weiß ich nicht genau. Als sie ging, tobte sie, sie würde mich irgendwie zu Fall bringen. Allerdings hat die Garnison vom einsamen Fels berichtet, eine junge Frau sei von Banditen entführt worden. Vielleicht war sie's. Ihr bestreitet eure Beteiligung an den roten Raubzügen? Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich war an diesen Operationen beteiligt, allerdings nur ganz am Rande. Aber all dieser Unsinn über Folter und Mord, das war ich nicht. Die verwechseln mich mit einem anderen Hauptmann. Einige Kameraden haben zweifellos Schlimmes getan. Doch Sonnenkönig Awad bemüht sich, solche Brutalität zu beenden. Sie waren ausgesprochen hilfsbereit, Präfekt Said. Keine Ursache. Der Sonnenkönig möchte sich mit deinem Volk versöhnen. Und ich bin sein demütiger Diener. Ich werde dem am einsamen Fels auf den Grund gehen. Verlasst euch drauf. Ja, tu das. Und falls es unseren Männern an Hilfsbereitschaft mangelt, bitte, lass es mich wissen. Hey, das ist eigentlich ein eher überraschendes Gespräch. Der macht sicher diese Adelige in den Hof, so sicher wie die Sonne aufgeht. Haben auf jeden Fall... Gib dich zum einsamen Fels, Gott. Ist alles irgendwie so weit entfernt hier. Okay, da haben wir einen Tagturm. Ehrlich gesagt, immer wieder überrascht. Jetzt haben wir auf die eisige Wildnis. Okay, die Stufe 30 will ich nicht. In fremden Landen. Okay. Oh, hier hin. Mit das verlorene Dorf. Ja gut, ich kann hier hinreisen. Das macht es wen einfacher, sage ich mal. Die Maschinen auf Hauptmann Balans Patrouille getroffen sein. Den schnell reißen, kann ich. Das ist gerade mein Glück eher oder minder. So zwei Zahn abgeschnitten. Warte mal, lagen da nicht hier? Genau. Analysieren wir mal das Ganze. Eine der Kaja ist hier gefallen. Okay, und nochmal die Leiche. Die anderen haben sich zurückgezogen. Aber wohin? Nein, der Gebäude, würde ich jetzt spontan sagen. Ah, Spur können wir markieren. Sehr gut. Okay. Geht einfach hier so ein Teil um. Noch ein Kaja soll wenigstens ein schneller Tod. Okay. Okay, dann muss ich das Ganze ein bisschen umlaufen, sonst lege ich mich hier mit der Maschine an. Das ist blöd. Das ist jetzt nicht gerade das, was ich will. Oh, ich habe ein Lagerfeuer entdeckt. Schön. Das ist einerseits zwar gut, dass ich ein Lagerfeuer entdeckt habe. Sehr nützlich. Ich mal kurz hier einen Händler entdeckt.
bin überrascht, wie kompakt die Welt doch ist, weil hier ist sehr viel sehr nah beieinander. Ah, hier, der Helm. Ach schon, wieso geht die Spur nicht weiter? Ehrlich zu sein, Zelda-Klon wäre mir sogar mal recht gewesen, aber das, was es letztendlich ist, ist auch super. Also... Muss ich eine neue Spur aufnehmen, die vom Helm? Ah, nee, ups. Falsche Taste. So, hier, da ist die Spur. Beutelt einen aber ganz schön. Ich sag's mal so, ich bin so ein alter Zelda-Fan, deswegen, wenn ein guter Zelda-Klon kommt, bin ich immer gern dabei, aber wie gesagt, das Spiel ist anders und das ist auch immer noch sehr gut, es macht Spaß. Es spielt zwar nicht gerade meine Stärken aus, aber für mich echt gut unterhalten, das Spiel. Ich muss dann lediglich aufpassen, was das Schleichen angeht. Ach, Hier hat eine Maschine etwas ins Wasser gezerrt. Vielleicht hat er es zur Insel geschafft. Okay. Gehen wir mal auf die Insel. Hier so eine Stimmung mit so Nebel finde ich echt cool. Oh, das ist bad. Was bist du für einer? Vorsicht vor der Maschine. Das sieht nicht freundlich aus. Nope. Immer verstecken. Oh, hier sind noch ein paar. Du gehst aber bitte weg, oder? Das ist ja wie ein Kroko. Oh Gott. Ich bin gleich einerseits fasziniert davon, dass er wie Kroko aussieht, und andererseits verängstigt, weil gegen sie zu kämpfen wird die Hölle. Glaube ich jedenfalls. So. Nebenbei, Zelda ist 35. Geburtstag mittlerweile. Ist, glaube ich, 1990? Nee, 1987 rausgekommen. Gott, da muss ich selber mal nachschauen. Ich bin erst relativ spät mit den N64er-Teilen eingestiegen. Oder nee, warte, mein erstes Zelda war das auf dem Game Boy. Also für die Reihe spielt bei mir extrem viel Nostalgie mit, die ich früher hatte. Okay. Yay. Vorratskiste, oh Gott. Nehmen wir mal hier die Spur. Mal schauen. Oh Gott. Ihn führt, das ist gut. Also die führt ihn bis hierher. Das war Link's Awakening auf dem Game Boy damals. Da kenne ich noch die Urversion. Bei der Sonne, erfülle mich mit Wonne. Oh, da liegt einer. Ich langte ins Bierfass ohne und. Okay, das ist nicht gut, wieso wie es sich anhört. Ich dachte nicht, dass man mich findet. Und schon gar nicht deine Nora. Und ich dachte nicht, einen halbnackten Kaja zu finden, der Trinklieder singt. Bitte entschuldige mein Verhalten. Ich dachte, ich wäre tot. Dann komm. Dein Hauptmann will, dass ich dich zum Tagturm bringe. Ich weigere mich, von einer Nora geführt zu werden. Wie ein Gefangener. Gut, dann geh doch allein. Warte. Ich hatte einen Kampf mit einem Schnappmaul.
Er hat meine Rüstung und meinen Bogen verschlungen. Der Dieb ist noch da, im Wasser. Heißt das ohne jetzt? Ohne meine Waffe kann ich nicht zurück. Oh, come Finde on. Den Bogen, bitte. Ich hole ihn, aber bitte, sing nicht mehr. Ja, bitte. Gott. Ja, kleiner Spaß, ich habe noch das Modul für den Gameboy. Das habe ich hier noch rumliegen. Leider funktioniert der Gameboy nicht mehr, das ist blöd. Da ist hinten ist der Schnappmaul wahrscheinlich. Die Schwäche ist Feuer. Das könnte ich ausnutzen. Vorsicht da unten. Kann ich vielleicht die hoch? Nein. Ich muss sagen, bei Links to the Pass, das ist glaube ich einer der wenigen Teile, die ich gar nicht gezockt habe. Dafür schäme ich mich ein bisschen. Weil ich sonst immer sage, ey, ich bin ein super Fan. Oh Gott, no, 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 no. Shit. Oh Gott, was passiert hier? So, komm. Das glaube ich, dass die heute ein Vermögen kosten. Okay, gut. Kann ich dich irgendwie looten oder so hier? Du stehst nix, nämlich gerade echt blöd für mir. Oh no, 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 no. Out! Keine Munition. Okay, kann ich. Erledige ich euch eben alle. Komm. In anfällige Maschinen erledigt. Jetzt jagen sie mich. Was? Noch mehr? Oh Gott. Das ist blöd, okay. Plündern, abhauen. Das ist die Devise jetzt. Soft. Aber ich glaube, das einzige goldene Modul, was ich mal von der Zelda-Reihe gesehen habe, war das für Majora's Mask. War, glaube ich, aber alles golden. Die ganze Charge. Hier mit. Ausfallen kann ich dadurch ganz gut machen. Für eine alte Rezeptur. Ansonsten, wenn ich mal hier wühle, dann finde ich noch das von Ocarina of Time, was ich damals sehr gern gespielt habe. Ist leider nur nicht golden. Da hast du dann echt Glück gehabt. Ach, du bist es. Oh, da kann ich wahrscheinlich auch scannen hier. Reika-Gebäude, Werbung. Okay. Hallo. Unsere Datensätze zeigen, dass Sie nach sicheren, komfortablen und günstigen Apartments in der Gegend von Salt Lake City gesucht haben. Sie sollten das Reika-Gebäude in Erwägung ziehen. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit und studieren Sie die Vorteile, die wir unseren Mietern bieten. Komplett automatisierte Wohnanlage, bewacht von einem hochmodernen Roboter-Sicherheitsteam. Immer gemütlich. Biometrische Klimasteuerung passt die Temperatur in jeden Raum automatisch an. Kostenlose Fahrerbude bei Abschluss eines Mietvertrags. Lassen Sie Ihren Boten Einkäufe erledigen und Pakete abholen, während Sie den Luxus der Reika Lifestyles genießen. Auf unserer Holo-Seite finden Sie eine kostenlose, voll immersive Tour durch unsere Anlagen.
inklusive einer anpassbaren Simulation Ihres zukünftigen Raika-Apartments. Besuchen Sie uns noch heute und fangen Sie ein neues Leben an. Ja, also die Werbung damals war interessant, was damals schon möglich war mit Holo und so weiter. Weil man fängt ja heutzutage damit schon an. Ich glaube, Mr. Specs oder so war mal so Brillenhersteller, wo man so angeboten hat, dass man so virtuell die Brille anziehen kann. Fand ich eigentlich ganz cool irgendwie. Hab's aber selber noch nicht ausprobiert. So, dann müsste ich wahrscheinlich hier zurück, da kann ich's... Ach nee, ich muss eben zurück. Hab dich schon fast vergessen. Kurze Frage ab, mein Büro. Was meinst du mit VGAs? Weil dann muss ich kurz mal nachdenken. Was das ist. Ah, da bist du ja. Hier ist dein Bogen. Dann viel Glück. Danke, ich wollte nicht in der Fremde sterben, wie meine Männer. Möge die Sonne mit ihnen sein. So. Quest abgeschlossen. Da haben wir den auch erledigt. Ach so, Sealspiele mit Ranking. Also sozusagen nicht geöffnet, Originalverpackung nicht geöffnet, am besten noch eingeschweißt, sowas in der Richtung. Ja, Pando, deswegen war ich jetzt auch wen verwirrt. weil ich kam auch dieser Grafikkartenschnittstelle erst in den Sinn. Ich kenne nur noch die blauen Buchsen, die kleinen. Aber gut. Ich wusste nicht, dass die VGAs heißen. Ich bin so jemand, ich pack Spiele sofort aus und ich will sie auch sofort testen. Weil Spiele sind dazu da, gespielt zu werden, schlicht und ergreifend. Und es obliegt zwar mir, dass ich die gut behandle, aber das sind für mich einfach so Sachen, wo, wie soll ich sagen... Wenn ich die irgendwo in eine Vitrine stelle, empfinde ich es als, dass es für die Menschheit weggesperrt wird. Das ist die Sache, wie ich sie sehe. Deswegen, ich gebe nicht viel drauf. In dem Sinne, das wäre, glaube ich, die treffendste Beschreibung. So, Kampfüberbrückung. Oh, das wäre eigentlich interessant, dass ich das mal mache. Man sollte definitiv seine Spiele gut behandeln, dass die CDs keine Kratzer bekommen, dass die Module nicht beschädigt sind. Aber man kann es halt auch übertreiben, das ist, glaube ich, das. Killerschlag. Weil ich will mich nicht mehr durchs... Das ist dann super. Dann können wir theoretisch eigentlich auch wieder zu... Weil hier wird erstmal nichts angezeigt. Das mache ich, glaube ich, irgendwann. Ich glaube, ich habe meine Lektion gelernt erstmal, dass ich das... Die einzige Frage, die ich mir jetzt stelle, kann man noch irgendwas machen? Stellt es mal. Überprüfe Thralls Geschichte. Auf Stufe 8. Das ist ja da hinten, ne? Und das wollte ich eh eigentlich machen. Also was mir zum Beispiel viel wichtiger ist, dass Publisher und Entwickler dafür sorgen, dass man Spiele, also gerade auch alte Spiele, ich weiß nicht, wie das Wort dafür heißt, präserviert? Ich habe da wirklich keine Ahnung. Aber zumindest halt für längere Zeit erhältlich macht. Also, dass zum Beispiel N64-Spiele nicht damit aussterben, dass die letzte N64-Konsole irgendwann kaputt ist, sondern vielleicht auch mal portieren auf etwas Aktuelleres. Okay, das ist jetzt blöd. Die Sache endet hier. Ich
Ja, das wäre eigentlich auch mit das naheliegendste. Okay, Video Game Award. Wenn man dran denken würde. Weil es das nehme ich doch mit. Witzige ist, ich kenne sowas eigentlich. Da empfehle ich zum Beispiel mal, kann man sich mal die Doku Nintendo Quest mal anschauen. Die habe ich, glaube ich, mal früher auf Amazon Prime gesehen, aber ich weiß nicht, ob sie noch da gibt, ehrlich gesagt. Wo halt auch jemand versucht, alle in Amerika erhältlichen NES-Games zu kaufen, was für Aufwand die sich da auf sich nehmen. Weil ich bin so einerseits so krass und andererseits so unnötig. Aber es gibt echt Fans da draußen, die... Okay, was ist da los? Die Leute da draußen, die wollen das. Ich mach da halt die Kritik. Okay. Und brauch mal kurz. So, wer seid ihr eigentlich? Du bist erledigt. Ist es mal cool, hier andere Leute, die auch gegen Maschinen kämpfen, zu finden, aber ich bin gerade eher mehr verwirrt. Ja, das auf jeden Fall, dann hat man bessere Connections und so. Okay. Ah, da hinten ist noch ein Feuer. Das ist mal gut, wenn ich da hinkomme. Vor allem kann man zum Beispiel von der... Wenn man zum Beispiel das Ankauf macht, auch von der Laufkundschaft mal was zurücklegen, wenn es mal was ganz Seltenes gibt. Das nehme ich mit. Ja, glaube ich schon, dass das ganz gut will. Lasst euch mal drüben sein. Ja, gehen wir erstmal zum Lagerfeuer. Ist, glaube ich, die bessere Idee. Du da! Ich hoffe, du hilfst uns. Wir werden nämlich abgeschlachtet. Oh Gott, da kommen die ja. Ach, knapp daneben. Gut. Freundle, das überlegen wir uns hier nochmal. Oder auch nicht mehr. Hat sich erledigt. Ehrlich gesagt, ich war noch nicht im... So viel zum Thema leichtes überhaupt. Sag ich mal so. Bin jetzt aber auch ehrlich gesagt kein Mensch, der jetzt groß herumreist. Ich glaube, das Größte, wo ich mal weg war, war mal Köln auf der Gamescom. Und da sage ich mir auch schon die ganzen letzten Jahre wieder nie wieder. Wieder. Zu viele Leute für mich. Ach gut, das ist schon aktiviert, das Lagerfeuer. Das ist cool.